So, seid gegrüßt. Das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Sinans Woche. Wir hatten im letzten Gespräch ja schon festgestellt, dass es in den Medien bestimmte Selektionsmechanismen gibt, die ein eher akademisch geprägtes, politisch eher wokes Milieu dort nach oben bringen und die für eine entsprechende Berichterstattung sorgen. Hast du auch sowas in der Corona-Pandemie erlebt, dass da ja eher einseitig Bericht erstattet wurde, oder hast du das eher anders wahrgenommen? Boah, also das ist schwierig zu sagen, finde ich, weil bei der Corona-Pandemie, das haben ja alle berichtet, gefühlt 24/7. Ich habe irgendwann, anfangs habe ich viel mehr angehört, später habe ich eigentlich dann vor allem eigentlich mir nur noch so den Drosten-Podcast angehört, weil ich der Meinung war, dann habe ich wenigstens das Thema mal in wirklich sehr ausführlich, ja, und fand da auch immer sehr spannend, dass also Drosten macht ein einstündiges Gespräch mit NDR Info, dann hast du dabei irgendwie, weiß nicht, 10 Aussagen, die vielleicht mal verkürzt sind. Und in den Schlagzeilen findest du dann eine Überschrift. Ja, also das ist so eine Stauchung von, du hast so 1 Stunde Gespräch, super detailliert alles ausgearbeitet und am Ende kommt es irgendwie auf eine Aussage. Ich kann deine Frage da nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, dass man rückblickend. Nee, ich kann jetzt nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also. Ich habe ja damals auch die normalen Medien, Spiegel, FAZ, NTV, Tagesschau, alles konsumiert und mich eigentlich relativ gut informiert gefühlt. Und dann halt, wenn ich mal ein Format wie Sarah Wagenknecht oder so geschaut habe, mal eine andere Meinung gesehen, oder da gab es mal in den Talkshows eine andere Meinung. Jetzt rückblickend würde ich sagen, dass diese andere Meinung eben viel zu wenig repräsentiert wurde, sondern dass die quasi fast ausgeschlossen wurde, zu einer so einer absurden Randposition gemacht wurde, was den Diskurs eher verengt hat. Und ich glaube, das hängt mit diesem, wie gesagt, eher akademischen Milieu in den Medien zusammen, was sehr, ja, obrigkeitshörig, könnte man jetzt negativ sagen, institutionengläubig, könnte man jetzt neutral sagen, ist und halt alles annimmt, was von einer Institution wie der Bundesregierung kommt. Also wenn die Bundesregierung irgendwelche Maßnahmen macht, keiner weiß während Corona, was da so richtig ist. Also hat so eine Situation bisher erlebt und die Bundesregierung beruft sich dann immer auf die Wissenschaft, obwohl es ja ganz unterschiedliche Wissenschaftler mit ganz unterschiedlichen Meinungen gab. Und dann, ja, wurden bestimmte Sachen im Journalismus, also in vielen Medien halt einseitig dargestellt. Das ist zumindest das, was ich rückblickend Ja. beobachte, wenn sich die Diskussion zu Impfpflicht ansieht beispielsweise. Oder? Also ich würde das so sehen. Also wenn man sich mal ein bisschen wegbewegt jetzt von sehr populistischen Medien, sondern wirklich mal, deswegen habe ich den Drosten-Podcast erwähnt, das war halt einfach sehr, sehr, sehr tief in der Materie. Und er hat häufig auch einfach nur gesagt, so ist es. Was man daraus für politische Maßnahmen ableitet, ist eine ganz andere Frage, weil das eine ist, ich kann dir sagen, welches Szenario am wahrscheinlichsten ist. Was du daraus machst, ist eine ganz andere Frage. Da kommen ja dann häufig auch philosophische und ethische Fragen mit rein. Ich möchte aber auch nicht den Moment verpassen zu sagen, ich fand auch gegen Ende hat sich Drosten dann auch, finde ich, etwas teilweise zu stark positioniert, hat dann doch auch wieder also hat sich da auch schon zu Aussagen hinreißen lassen, die man auch zu in direkte politische Maßnahmen übersetzen kann, ja, weil er hatte eine Zeit lang vorher immer noch gesagt, so ja, ich bin kein Politiker und so weiter und diese Distanzierung hätte ich mir später auch gewünscht, dass man einfach nicht sagt, so und so, das ist es und daraus lässt sich eigentlich nur das ableiten, weil das kannst du eigentlich nie machen, ja. Ich möchte aber noch, also Moment, was war deine, die Frage war, Bei achso, der genau, das ein, Impfpflichtdiskussion, wie du die wahrgenommen hast. achso, genau, also da auch nochmal. Was ich beobachte ist, ab einem gewissen Zeitpunkt verlernen Menschen, und das ist irgendwie, das machen wir alle irgendwie gefühlt, wir verlernen es, dann einfach die Sache an sich zu be bewerten, oder zu diskutieren, sondern es wird dann
schnell mal geguckt, wieder auch bei Corona, was sagen eigentlich die Extrempositionen? Ja, was ist, keine Ahnung, dann, was ist der? Die Extremposition ist ja gar nicht vorgekommen, also die Extremposition gegen die Impfpflicht. Das war ja eine total gemäßigte Position, die gesagt hat, ich bin nicht dagegen, dass sich irgendwer impfen lässt, aber ich sage, es sollte halt eine freiwillige Selbstentscheidung sein. Eine Extremposition wäre ja gewesen, Impfungen verbieten oder so. Also das wäre ja eine Extremposition, die ist ja nie vorgekommen. Also es war eine Verzerrung die Extremposition, das wäre ja noch eine vertretbare. Ich meine, mit Extremposition wäre ja sogar noch zu sagen, also war so, dass die Impfung bringt alle um. Also ich habe ja zum Beispiel mich viel zu dem Zeitpunkt mit diesem Extremlager beschäftigt, und da wurden ja die Horrorszenarien gemalt, ja, und das ist irgendwie ein Genexperiment und es geht darum, alle Menschen zu chippen und sowas. Das, und ich glaube, dass man auch so, also die gab es einfach, diese, was heißt die gab es? Das war halt genau diese Verschwörungsgläubigen, die jetzt da irgendwie die absoluten Horror drin gesehen haben in dieser Impfung. Ja. Nee, sag erst mal weiter. Und ich glaube, dass man dann so ein bisschen den Fehler macht, weil es das gibt, ja, weil man sieht, dass es das gibt, dass man gefühlstechnisch geneigt ist, zu krass auf die andere Seite zu gehen, um dem einen Gegenpol darzustellen. Verstehst du, was ich meine? Also du, wenn jemand irgendwie sagt, das bringt alle um, dass du aus Reflex dann sagst, hey, komm jetzt richtig ab, das bringt gar keinen um. So, und das stimmt aber auch nicht. Also, weißt du, das ist so, du übertreibst es dann in die andere Richtung umgefühlt, und daraus entsteht so ein Wettrüsten. Ja, je mehr, dann siehst du bestimmte Bereiche, die es dann sozusagen immer weiter verharmlosen und immer weiter. Das ist ein sehr ungleiches Wettrüsten dann. Also die eine Seite hat die geballte Macht der Massenmedien, der öffentlich-rechtlichen, also quasi die kapitalträchtigen Medien, die auch von den meisten Menschen konsumiert werden, und das andere, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Da gibt es die gemäßigten Kritiker, dann gibt es so ganz Verrückte, die du gerade gesagt hast, die eigentlich, glaube ich, keine große Rolle gespielt haben, oder? Ja gut, in meinem Kosmos natürlich schon, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ne? Ich hab halt natürlich vor allem auf die größten Spinner zu der Zeitpunkt, Entschuldigung, ich weiß nicht, kann man das so sagen, oder ja, es waren schon halt Spinner. Also, dass ich darauf geguckt habe, also in meinem Kosmos haben die eine Rolle gespielt. Wie relevant das am Ende war, weiß ich nicht. Also, das ist immer so die Frage. Wohin guckst du? Also, das ist so, was ist deine Sample Size? Also, was ist dein Ausschnitt, den du wählst? Und je nachdem, wo du hinguckst, hast du ein anderes Gefühl. Das ist ja ein bisschen schwierig zu sagen. Beziehungsweise wurden die dann ja sogar teils offen zensiert. Also, KenFN wurde ja sogar dicht gemacht oder... Ja, also das ist ja wirklich offene Zensur. Also hier haben wir schon ein sehr ungleiches Machtverhältnis. Also das wollte ich nur nochmal feststellen. Naja, aber ja, wobei ja da auch dann wieder die Frage war, also das driftete dann ja auch irgendwann einfach sehr stark ab in eine, häufig dann ja auch bei, wenn du Attila Hildmann nimmst oder so, dann ja, war es sofort die jüdische... Ja, aber der hat ja nichts mit KenFM zu tun. Also nein, ich sag ja, das war dann zum Beispiel die jüdische Weltverschwörung. Ja? Und da muss man dann irgendwann sagen, okay, stopp mal, jetzt müssen wir dem Ganzen mal einen Riegel vorschieben. Ne? Ja, das ist Volksverhetzung, das ist illegal. Aber es geht hier nicht um Volksverhetzung, sondern es geht um das Ausnutzen der Monopolmacht von YouTube gerade. Das ist ja was völlig anderes. Also ja. Nur weil ein Kanal angeblich gegen die YouTube-Richtlinien verstößt, dass er dann quasi dicht gemacht werden kann und du diese Debatte damit einseitig in die eine Richtung verzerrst. Denn es wurden ja nur Kanäle der einen Seite zugemacht. Das wurde ja nicht der Kanal Tagesschau. Ja gut, aber KenFM hat halt nun mal in seinem ersten großen Video, wo man da ganz viel Reichweite erzeugt hat, offenkundig einfach Schwachsinn erzählt. Ja, also das gehört zu einer demokratischen Debatte, dass man auch Schwachsinn erzählen darf und sich dann halt das bessere Argument durchsetzt. Also man hätte ihn eher in eine Talkshow einladen müssen und die Argumente dort widerlegen. Also wenn die Argumente schlecht waren. Corona ist so lange her, Ich weiß. Ja, aber ich pass auf. Dann hätte ich verstehe, man diskutieren müssen. Ich verstehe deinen Punkt. Aber es gibt halt irgendwann so diesen Aspekt. Ich bin ja grundsätzlich auch dabei, dass ich sage, lass es uns debattieren, lass uns darüber sprechen. Und dann, wenn es Schwachsinn ist, dann wird es sich schon als Schwachsinn herausstellen und du überzeugst damit keinen. Sehe ich auch so. So, jetzt hast du aber das Problem, dass
Und ich habe einfach viele Diskussionen auch zu dem Zeitpunkt auch geführt, also auch off-camera mit Leuten. Und dann hieß es immer, das war immer dasselbe Phänomen. Du widerlegst es dann oder sagst, nee, das kann ja irgendwie nicht sein. Du sagst zum Beispiel, das ist nicht plausibel, ja. Und dann wird es abgehakt und dann kam das nächste auf den Tisch. So, du kriegst einen Scheißhaufen nach dem nächsten vorgesetzt und ab irgendeinem Zeitpunkt sagst du, okay, stopp mal. Darüber diskutiere ich nicht mehr. Das muss jetzt auch mal aufhören, ja. So, und jetzt du kannst darüber streiten, ob man es zensieren muss, ja, ob man es weghalten muss, keine Ahnung. Darüber kann man Ja, de Meinungsfreiheit, debattieren. also das ist viel wichtiger als wenn einer, du hast jetzt gesagt, Argumente sind sachlich falsch, ja, dann wird sich das ja im Diskurs klären. Dann lass ihm doch seine Plattform, lass ihn das verbreiten und dann werden die Leute von selbst, es sind ja denkende Menschen, die werden selber erkennen, ob er recht hat oder nicht. Ja, und was ist, wenn du, also ja, driftet in, dann, also dann hast du immer so das Problem. Ich kann dir das nicht so hundertprozentig beantworten, weil ich da auch keine Meinung endgültig zu habe, wie man damit umgeht. Das weiß ich nicht, ja. Ich würde jetzt mittlerweile Doch, auch du hast doch sagen, schon vorhin was gesagt. Du hast doch gesagt, wenn was gegen die Verfassung verstößt, dann weg damit. ja. Dann, aber wenn was einfach nur jetzt sachlich falsche Aus, also deskriptive falsche Aussagen hat, keine normativen, ja, dann verstößt es ja nicht gegen die Verfassung. Ja, grundsätzlich bin ich auch dafür, also in Nicht-Notlagen oder in nicht prekären Situationen, denke ich mir auch so, du kannst erstmal äußern, was du so denkst. Absolut, ja, Meinungsfreiheit, klar. Du kannst auch dir irgendwelche Szenarien ausdenken. Du kannst ja sagen, so, ich habe irgendwie das Gefühl, die und die stecken unter einer Decke und so weiter. Das kannst du ja erstmal, also so je nachdem, wie du es formulierst. Nur, was machst du halt, wenn das dann irgendwie immer konkreter wird und dann irgendwann dann doch so eine Feindbildung und eine Aggression oder ein Misstrauen gegenüber geschürt wird, was dann zu doch Handlungen führt, die dann vielleicht das Allgemeinwohl bedrohen oder zumindest gefährden. Wann würde man da reingehen? Also es ist jetzt, also um dieses Beispiel jetzt zu nehmen, es ist ja eher Kayhan Sophisia, was der von selbsternannten Antifaschisten immer wieder bedroht oder mit sonst irgendwelchen Verleumdungen bedacht wird. Also Kayhan Sophisia war ehemals Ken Jebsen. Und also da kommt die Aggression ja auch von der, nicht von seiner Seite, sondern von der anderen Seite. Er ist totaler Pazifist. Also unabhängig, wie gesagt, was er jetzt zu Corona gesagt hat, ich Ja, aber kenne da das die ist meisten das, Aussagen ja, auch nicht, aber auch das weil man gerade seinen das Kanal Argument mittlerweile ist, nicht mehr sehen das kann. Argument gerade ist ja, also Ja, die Aggression kommt ja von, also wir diskutieren ja gerade darüber, ob Zensur okay ist. ich würde darüber, ja, ob es ab einem gewissen Zeitpunkt ein nötiges Mittel sein kann. Wie gesagt, wenn es verfassungswidrig ist, wenn irgendwer dazu aufruft, Sprengstoff zu bunkern, die Demokratie abzuschaffen, ja, okay, dann würde ich sagen, schaltet ihn ab, Ja, wenn gut, jemand aber aber gut, nur das ist sagt, einfach. Jetzt ja. kannst du wieder ausgehend davon, das ist einfach, ja, wenn einer ganz klar verfassungsfeindliche Dinge fordert, dann kann man sagen, ja gut, das geht gar nicht klar. Aber jetzt, ich meine, das ist im Recht ja immer so, du hast Sachen, die sind klar verboten. Und was passiert? Wie bei allen Grenzen, die du setzt, egal ob beim Doping oder beim Recht, die Menschen versuchen genau an diese Grenze zu kommen, ne? So, du versuchst das maximal auszureizen. Das machen Menschen eigentlich immer. So. Und jetzt ist halt eben so die Frage, du forderst nicht direkt irgendwie, baut mal Sprengstoff und schmeißt das irgendwie bei dem rein, sondern du, weiß ich nicht, du produzierst erstmal eine Grundwut oder so, Ja, auf was der du heißt aufbauen produzierst? kannst. Also produzierst du diese Wut oder produzieren nicht die Regierenden, die du gerade kritisierst, diese Wut? Also du würdest sagen, wenn du da Wie gar gesagt, ich nicht sage. dran gehen würdest, dann wäre die Reaktion gar nicht so heftig, ist das, was du sagen möchtest? Ja, dann würde wahrscheinlich die andere Seite total heftig kritisieren. Also wie gesagt, es ist jetzt zu lange her, als dass ich da jetzt mit konkreten Aussagen aufwarten könnte. Man kann ja auch seine Videos leider Man nicht mehr kann es ja, ansehen, da wir sie können es ja halt hypothetisch besprechen, also zensiert ist ja werden. egal. Aber dann wäre, ja, dann wäre die Wut halt von der anderen Seite wahrscheinlich gekommen und die wäre dann, so wie ich das beobachte, weil auf der anderen Seite eben auch diese Woken sind, die ich so kritisch sehe, dann wäre die wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen. Und du hast ja auch erlebt, was dann
Also was dann teils für Aussagen so Ende 2021, als die Pandemie fast vorbei war, noch gegen Ungeimpfte gebracht wurden. Also wo wirklich eigentlich alles geklärt war, wir keine große Debatte mehr gebraucht hatten, dann überall in allen Medien wird Impfpflicht gefordert. Also da war ich auch total verwirrt. Da dachte ich auch selber kurzzeitig, okay, brauchen wir jetzt eine Impfpflicht? Ja, könnte vielleicht doch was Gutes sein. Und dann solche Aussagen gegen Ungeimpfte und ein paar Monate später, okay, ist nichts passiert, wir hatten keine Impfpflicht. Das war wohl eine total aufgebauschte Debatte und die Kritiker der Impfpflicht, die hatten recht. Und ja, also so beobachte ich das rückblickend. Also rückblickend, ich kann dir sagen, für mich war auch definitiv ein Knackpunkt der Umgang mit Ungeimpften. Absolut. Das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist gerade ein Szenario oder ein Verhalten, was ich sehe, das hat mich schockiert, muss ich gestehen, weil für mich war immer klar, wenn die Impfung gut ist, dann wirb dafür. Wenn die Leute das haben wollen, dann also mach so wie du willst. Ich habe es in meiner Sendung auch mal gesagt, fangt nicht an mit irgendwelchen Strafen. Wenn die Regierung will, dass sich alle impfen, dann macht das mit einem positiven Verstärkungssystem. Ja, man hat mal irgendwann witzig, da gab es ja dieses, ne, so Currywurst für eine Impfung und so weiter. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Wenn du als Regierung meinst, du willst, dass die Akzeptanz für die Impfung vorantreiben, dann kombiniere es mit eben Bonusgeschichten. Aber als dann immer noch Leute sagten, nee, mache ich nicht, und es dann umgeschwungen, das ist ja dann in eine Aggression denen gegenüber umgeschwenkt. Und das fand ich dann sehr, sehr beängstigend. Also wie aggressiv man auf einmal jemanden war, der einfach sein Recht. Es gab keine Impfpflicht. Wenn es keine Impfpflicht gibt und jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen, dann ist die Diskussion für mich vorbei. Ich kann nachfragen, warum nicht, aber ehrlich gesagt, das ist auch irrelevant, ja. Wenn jemand sagt, ich will mich nicht impfen lassen, dann lässt er sich nicht impfen, dann ist okay. Und da würde ich dir auch schon. Das war auch die Zeit bei dir, wo du angefangen hast, immer weniger Videos über die Querdenker zu machen. Also hatte das damit zu tun, dass du meintest, die Diskussion war da schon zu aufgeheizt? Oder? Also ich habe zumindest gesehen, die Pandemie ist ausgelaufen. Ja, es hatte immer weniger Relevanz. Und für mich war völlig klar, immer, dass ich gesagt habe, es geht mir nicht darum, auf irgendwen draufzuhauen. Einfach nur um des Draufhauens willen. Es geht mir nicht darum, wir gegen die. Ja, ich wollte Informationen verbreiten, ich wollte aufklären, ich wollte aber auch immer Unterhaltung machen. Ja, und natürlich musst du da gucken, dass du so einen guten Spagat findest. Ich wollte auch so ein bisschen, ich wollte die Absurditäten deutlich machen. Ich habe aber auch häufig genug auch in meiner Sendung gesagt, ja, jetzt muss man es aber auch von der Seite sehen und so weiter. Und definitiv, als dann die Pandemie so ausgelaufen ist und dann auch der Umgang mit Ungeimpften, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, nee, ich glaube, ich muss hier vor nichts mehr ich muss hier nichts aufzeigen, ich muss hier nichts deutlich machen. Du musst auch überlegen, woher das kann man anfangen. Ich war recht schnell oder recht früh da dran, einfach zu sagen, okay, hier entstehen krasse Sachen. Ja, du hast da irgendwelche Telegram-Gruppen und das driftet super krass schnell ab in Richtungen. Das wollte ich aufdecken. Ich habe auch immer gesagt, dass ich Maßnahmenkritiker und so, ich bin auch ein großer Maßnahmenkritiker gewesen, weil manche Maßnahmen einfach schwachsinnig waren. Was soll ich dazu sagen? Wenn die schwachsinnig sind, sind die es, dann äußere ich das auch. Aber nochmal einmal zurück. Du hast ja gesagt, so du hast dann die Aggression auf der Seite gesehen. Und ich würde auch rückblicken. Damals ja, rückblicken. Nicht, aber ja, genau, ich jetzt so. Genau. Und ich würde sagen, auch hier sehe ich das größte Problem wieder darin, dass so verfeindete Lager entstanden sind. Und das merke ich ja bis heute, ja, wo für mich die Pandemie spielt für mich keine Rolle mehr, ist komplett vorbei, ja. Dass wenn ich mich mit irgendwem jetzt irgendwie unterhalte oder so, oder mit einem, der definitiv damals, würde man sagen, in einem ganz anderen Lager als ich stattgefunden hat, dass ich miterlebe, dass man das mir vorwirft, wenn ich mich jetzt mit solchen Leuten unterhalte, wo ich mir immer denke, was stimmt denn nicht mit dir? Also damals war man stark unterschiedlicher Positionen, das Spiel ist vorbei, aber die Leute sind immer noch in ihrem Film, so immer noch die Ungeimpften, die Geimpften, Querdenker, Nicht-Querdenker, weiß ich nicht. Also immer weiter geht's nur noch in diesen Rollen. Und dann sage ich mir, nee, Moment, das war eine Pandemie, das war eine krasse Phase.
Und mir war völlig klar auch, dass alle Entscheidungen, die man damals treffen würde, rückblickend werden die natürlich nicht alle richtig gewesen sein. Was ist denn das für eine Vorstellung, dass du in einer Krisensituation, wo du nun mal Entscheidungen treffen musst und auch auf Entscheidungen treffen musst, ohne dass du genau weißt, ob sie richtig sind oder nicht. Ja, das wirst du erst später herausfinden. Also man hat ja nachher herausgefunden, dass zum Beispiel die Schulschließungen waren eine Scheißidee. Ja, dass dann irgendwie, kamen ja auch Urteile, dass dann irgendwie Kontaktverbot im Außenbereich irgendwie total drüber war. Ja, aber das war doch klar. Das wird passieren. Das ist so. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Also ich würde da jetzt auch nicht hingehen und sagen so, ja, die hatten bei allem Recht und so. Nein, es mussten irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und es war völlig klar, dass da auch Fehler gemacht werden. Und für mich ist das Ding jetzt quasi so abgehakt. Also, ja. Ja, aber warum ich diese Debatte jetzt nochmal thematisiert habe, das war ja, weil du dich ja ganz krass mit dieser Querdenker, ja, Bubble kann man es ja nicht nennen, das war ja eine total heterogene Bewegung. Also ja. Leute, die total gemäßigt waren, wie Ulrike Gero, wie Sarah Wagenknecht, die wurden so bezeichnet. Leute wie Attila Hildmann wurden so. Also es war überhaupt kein vernünftiges, ja. Also keine vernünftige Bezeichnung. Also da ist die Woken eine viel konkretere Bezeichnung, um mal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zurückzukommen. Und wenn du jetzt vergleichst, die Reaktion der Querdenker und die Reaktion der Woken, also wie würdest du die vergleichen? Welche Bubble war sozusagen radikaler? Ich glaube, so in der Spitze tun sie sich nicht viel. So in der Masse. Nee, ich, also, ja gut, du willst jetzt in der Masse wissen. Also, weil in der Spitze, würde ich sagen, findest du immer den Ding, also du findest auf beiden Seiten irgendwie riesengroße Spinner. Also sagen wir mal so, in der Akzeptanz, Querdenker, du hast gerade gesagt, heterogene Gruppe, hatten eigentlich gar kein Standing. So, die waren durch und durch eigentlich negativ geframed. So. Bei Woken, die haben immer noch, also weil sie ja vermeintlich für das Gute stehen, haben sie natürlich einen viel, viel besseren Startpunkt und werden auch akzeptierter, sind aber in ihren also, wie sie auf mich reagieren, muss man sagen, aggressiver will ich nicht sagen. Also, Morddrohungen habe ich auch vom Querdenker bekommen. Aber ja, so penetranter. Bei Querdenker habe ich immer das Gefühl gehabt, so, die haben ein Video von mir geguckt und waren halt dann der Meinung, ja, ich bin halt lost und ich bin halt ein Schlafschaf, Mainstream höre ich und so weiter. Aber da war nicht so eine Aggression dahinter, sondern da war ganz häufig einfach, ja, ich bin halt ein Idiot. So, aber das ist ja für mich völlig okay. Ja, so, dann haben sie gesagt, den Sinan brauchst du nicht gucken, juckt uns nicht. Also ich habe ja teilweise, ich habe Videos gemacht, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, Bodo Schiffmann auf Aussagen von ihm damit konfrontiert habe, aber der hat jetzt nicht irgendwie eine Kampagne gegen mich gefahren oder so. Und ich weiß, dass er die Videos auch gesehen hat oder mitbekommen hat. Das ist aber, also so krass war der Rückschlag da gar nicht. Und das ist schon ein Unterschied bei den, wenn wir jetzt mal sagen, Wokisten, keine Ahnung. Da ist man sehr viel nachtragender, da ist man sehr viel persönlicher, da ist man von den Methoden her jetzt auch so schon krass drauf. Also, das würde ich schon so sagen. Ja. Ja, also das, ich war ja bei Imp vor kurzem zum Talk. Ja. Und er hat wirklich erzählt, dass, beziehungsweise ich habe es damals auch mitbekommen auf Twitter, dass die ARD wirklich so auf so einen anonymen Woken-Antideutschen Hetz-Account reagiert hat, wo der jede Menge Kontaktschuld, also so alte Vorwürfe gegen Imp. War mal im Drachengame, das ist ein ganz, ganz böser, den dürft ihr niemals wieder raiden. Und da hat die ARD darauf reagiert mit, ja, vielen Dank, dass du uns das sagst. Also da merkt man auch, diese Woken, die wenden radikalere Methoden an. Sie haben damit Erfolg, dass sie diskursive Hegemonie haben. Zumindest in den, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Medien, zumindest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also zumindest beim Twitter-Account der ARD, da schien jemand zu sitzen, der so einen anonymen Hetz-Account, der über zig Leute, also auch über dich, so lange Threads verfasst hat mit Kontaktschuldvorwürfen und wirklich üblen Verleumdungen. Also keine Ahnung, Proletopia, der ist laut dem rechtsradikal. Also
also wirklich eigentlich justiziablen Sachen. Also den hält die ARD für seriös genug, um darauf zu antworten, ja, danke für den Hinweis, machen wir. Also das ist... Ja, also du merkst an meiner Reaktion, ich kann da manchmal nur noch drüber lachen, ja, weil, also bei mir ist aber häufig eine Reaktion, wenn ich fassungslos bin, fange ich auch schnell mal an zu lachen. Es ist bemerkenswert. Ich könnte jetzt voll mit einstimmen, ja, und ich könnte jetzt sagen, ja, ist ein Skandal, ist übel. Also man hofiert die eine Seite, schlägt gegen eine andere Seite, lässt sich komplett von also auch diese ARD-Twitch-Gedöns da, die lassen sich komplett instrumentalisieren von einer ideologisch durchtränkten Masse da. Absolut. Ich habe nur eine Sorge. Wenn wir das zu krass machen, dann sehe ich gar keine Verbesserung. Ich sehe keine Option. Ja? Ich will... Deswegen versuche ich da immer zu relativieren. Ich weiß, ich mache das gerade so ein bisschen fertig, wenn ich die so angucke. Aber ich werde die Hoffnung niemals begraben oder sein lassen, dass ich am Ende mir doch hoffe, dass irgendwann einer in einer Redaktion dort vielleicht irgendwie einen Teil von diesem Talk hier sieht und er sieht, okay, pass auf. Ich will ihm es nicht so einfach machen, dass er auch einfach nur sagen kann, ah, okay, da sitzen so zwei, die hassen uns eh. Der Agitator und der Sinan, die sind ja eh nur Anti. So. Und ich will ja, dass jemand, ich würde es lieben, wenn irgendwer von diesen Redaktionen sich mal bei mir meldet und sagt, ey, wollen wir mal quatschen, ja? Und ich würde sagen, ey, absolut, weil ich bin nicht euer Feind. Ich sehe Entwicklungen, die mir wirklich Sorgen bereiten. Ich sehe Probleme und ich habe ja nur die... Das ist dir schon klar, die müssen das veröffentlichen. Das wird ja, also die können ja nicht einfach so dich zum Talk laden und dann hochladen oder, also je nachdem, wo sie da genau arbeiten. Die müssen das ja veröffentlichen und dann steckt ein ganzes Team hinter und die kommen mit so einem Talk, mit dem einmal kommen, dann kommen sie ein zweites Mal mit dem Talk und wenn das ein drittes Mal kommen und da wieder abgelehnt wird, dann war's das halt. Also dann merken sie selber, dass sie solche Talks nicht veröffentlichen können. Oder es zumindest nicht gerne gesehen ist. Ja, aber auch da, ich will einfach nicht, ich will kein verfeindetes Lager aufbauen, sondern ich will sozusagen immer die Position sagen, okay, pass auf, ich bin nicht der Feind, ich bin nicht die andere Seite. Ich bin aus neutraler Position heraus jemand, der sagt, ich sehe hier Entwicklungen, die machen mir Sorgen. Und wenn dann trotzdem kommt, nee, mit dem Sinan können wir nicht reden oder wir tun's nicht oder es wird massiv versucht, mich in irgendwie das feindliche Lager zu drängen, das können sie gerne machen, aber dann bestätigen sie ja nur meine Kritik, ja. Ich möchte es ihnen einfach nur nicht so leicht machen. Ich möchte jetzt nicht, weil wenn du dich jetzt hier hinsetzt und du haust sozusagen raus und sagst, die Woken, ich meine, sind wir mal ehrlich, Proletopia macht das gerne, der hat sich auch da jetzt so quasi verständlicherweise sehr hart auch reingesteigert, ja. Nur in dem Moment machst du es diesen Leuten auch einfach, dich auch wiederum einfach in so ein Antilager zu stecken. Und ich bin jetzt nicht in einem Lager, aber ich bin Anti gegenüber diesen Leuten, definitiv. Ja, kannst du machen. Ich möchte nur von meiner Seite aus sagen, ich bin es nicht. Ich bin immer bereit, mit allen zu reden, ja. Auch bereit, mit ihnen zu reden. Also vielleicht nicht. Ja, mit du bist ein Verschwörungsideologe, du bist ein Nazi, du bist was weiß ich, dann okay, habe ich doch keine Lust. Aber mit jemandem, der. Also hatte ich, ich war ja beim Radikalen Demokraten zu Gast, ja, habe eigentlich einen relativ normalen Talk gemacht und dann veröffentlicht er plötzlich, ich habe mit einem linken Verschwörungsideologen diskutiert. Ohne mir das auch einmal vorher zu schreiben, zu sagen, also im Talk hat er nichts dergleichen gesagt und dann, also ich habe ihm einfach in dem Talk belegt, dass Sarah Wagenknecht eben keine Verschwörungsideologin ist und dann, also er hat da schon über sie gelogen und dann hat er nochmal die gleiche Lüge, weil er das nicht widerlegen konnte, jetzt gegen mich angewendet. Also das sind diese hinterhältigen Methoden. Also das ist, und das sehe ich im Wolkenlager total weit verbreitet. Also es ist, ich gucke einfach und die Welt. Ich gebe dir da recht. Das ist feige, das sind asoziale Methoden, ja. Und trotzdem empfehle ich jedem, wie soll ich das sagen? Also ich empfehle trotzdem jedem, sich nicht auf diesen Krieg, keine Ahnung, einzulassen. Also ich bin so jemand, du kannst mich
virtuell, nur virtuell, kannst du mich schlagen, ja? Ich schlage nicht auf dieselbe Methode, auf dieselbe Art und Weise zurück. Ich mache das nicht. Ich lächle, ich präsentiere und sage, denkt euch, was ihr darüber denken wollt, weil ich glaube, am Ende überzeugst du so am meisten Leute, indem du dich selber einfach, also ich weiß, wie nervig das ist. Ich weiß, wie unangenehm das ist. Ich habe das doch alles schon durch, ja, dass dann irgendwelche Accounts ankommen und dir alles Mögliche andichten, dich als das Schlimmste überhaupt bezeichnen und so weiter. Aber ich glaube, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man dann auch wieder mit so einer emotionalen, angefassten Reaktion daherkommt, weil dann, ich kann das verstehen, menschlich kann ich das absolut verstehen. Nee, es ist nicht emotional, also auch meine Reaktion ist rational, denn also wenn jetzt jemand mit der Streitaxt kommt, dann reichst du dem nicht die Hand, sondern dann läufst du weg. Also versuchst möglichst zu deeskalieren und das hast du ja inhaltlich zumindest nicht getan. Also du hast ihn ja inhaltlich in keiner Position nachgegeben. Du versuchst jetzt verbal zu deeskalieren und du siehst ja, wie gut das funktioniert. Und oder ja, du kannst dich im Kampf stellen. Und wenn jemand mit so einem Karl Schmidtschen Politikverständnis kommt, dann kannst du nicht sagen, ach Mensch, diskutiere ich mal freundlich mit dem. Ja, dann bezeichnet er mich halt als Verschwörungsideologe, als rechtsradikal, als rechtspopulistisch, als also diese ganzen Verleumdungen. Und ja, da musst du auch adäquat drauf reagieren. Das machst du ja auch eigentlich auf deinem Kanal. Du hast ja auch, also du hast dich ja nicht total vorsichtig ausgedrückt. Du hast ja, als du Dekadent kritisiert hast, auch so kurz diesen Tonfall von Hitler nachgeahmt oder von so einer Goebbels-Rede so. Wenn du nicht zu 100% unserer Meinung bist. Also das, was du hier beschreibst, das machst du ja auch nicht zu 100%. Also du gehst ja schon gegen die Woken vor und auch, also du kritisierst sie ganz klar. Ja. Absolut, weil ich stimme dir ja auch inhaltlich weitestgehend zu. Wir streiten ja nicht mal, sondern wir überlegen halt nur gerade was so eine gute Strategie ist, weil ich bin lösungsorientiert. Ich will am Ende, dass sich eine Situation irgendwie verbessert. So, und wie gesagt, meine Sorge ist einfach ganz häufig, dass ich denke, wenn wir dass es so eine festgefahrene Situation ergibt, ja. Das möchte ich eigentlich nicht. Und ich gebe dir recht, dass da viele so Ideologen sitzen und so weiter. Aber ich glaube halt, wenn man krass darauf schießt, dann verhärtet sich etwas nur. Deswegen, ich versuche es halt immer so, natürlich gebe ich die Spitzen, ja. Und natürlich mache ich deutlich mal darauf hin, was das eigentlich für faschistoide Methoden sind, ja. Natürlich mache ich das, aber ich mache das mit. Ja, sind es ja auch. So, aber ich versuche es halt mit einem Lächeln, so dass, weil ich habe ja nicht im Blick meinen Gegner. Der ist mir in dem Moment eigentlich fast egal, weil den muss ich nicht überzeugen. Wen wollen wir denn überzeugen? Neutrale Dritte, die das sehen, die sagen, okay, Moment mal, also da sitzt ein Sinan, der offensichtlich kein rechtspopulistischer, weiß ich nicht, krass, komischer Typ ist. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die schäumen, ja, und schlagen. Also hat denn Dekadent oder haben dann Waldi oder so, haben sie mit ihren Versuchen bisher denn mal irgendwie was bewirkt? Ja, haben sie. Ich kriege mehr Zulauf. Ich habe mehr Leute, die das sehen und sagen, okay, Moment mal, die daran ja diese merkwürdigen Methoden erkennen. Ich habe ja bisher keinen negativen Effekt dadurch, weil ich ja eben genau das nicht mache, was sie sagen. Also da ist ja eine Diskrepanz. Also das ist ja, was sie behaupten und das, was ich tue, ist nicht das Gleiche. Und das musst du einfach nur ganz nüchtern und ruhig zeigen und dann werden Leute das verstehen. Wie gesagt, ich hatte doch, aber bei anderen, da funktioniert das ja. Also YouTube könnte dir ja, wird es bei dir nicht machen, weil du total, wirklich, wie gesagt, relativ vorpolitische Inhalte machst, also dich nicht mal groß in Diskussionen einmischt, aber YouTube könnte deinen Kanal einfach sperren. Also wenn er, und bei größeren Kanälen, da können diese Woken mit solchen Diffamierungskampagnen eventuell Erfolg haben. Also ich hatte ja vorhin schon das Beispiel KenFM genannt, du kannst von heute auf morgen weg sein. Das entscheidest nicht du und du kannst dich dagegen natürlich versuchen, gerichtlich zu wehren. Aber diese Diffamierungskampagnen, die haben häufig genug funktioniert, als dass du jetzt sagen könntest, na, das ist ungefährlich. Ja, also sie haben funktioniert. Sie haben funktioniert da, wo es, hast du ja gerade selber gesagt, da, wo die Amplitude aber auch nochmal ein bisschen stärker ist, ne? Also da, wo man sagen würde, so KenFM und so, das sind halt nun mal krasse Aussagen. Ob sie
verfassungsfeindlich sind, das meine ich gerade gar nicht, sondern einfach, ist ja schon heftiger von der Amplitude her. So. Jetzt sehen wir Folgendes, da hat das funktioniert, du sagst jetzt, ist Skandal, okay, und ich sehe das dann immer so, dass was passiert aus dem woken Lager, sie schärfen ihre Sinne und werden empfindlicher, weil das machen sie immer. Das heißt also, ne, du hast die stärksten Kanäle, hast du jetzt meinetwegen deplatformed. Okay, und was passiert dann? Ist man fertig mit der Arbeit? Nein, man geht eine Instanz weiter. Jetzt stürzen, also wie gesagt, ich hatte gerade gesagt, Kerjan Sofisier war von den normativen Aussagen her, er war ein Pazifist. Also viel friedlicher geht es nicht. Also er hat nie gesagt, wendet Gewalt an. Und also jetzt stürzen sie sich auf andere Kanäle. Also ein bisschen größere wäre jetzt zu nennen Daniele Ganser, ein bisschen kleinere Proletopia oder Du, die ihnen auch aus irgendeinem Grund nicht passen. Es sind ja ganz verschiedene Gründe. Also Daniele Ganser kritisiert die Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Proletopia hat ganz schlimme Sachen zum Ukraine-Krieg gesagt und er redet mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Also auch mit Rechten. Daniele Ganser haut aber auch Aussagen raus, die einfach nicht stimmen. Er ist ein Historiker. Du kannst ihn ja inhaltlich kritisieren. Also wie gesagt, er soll jetzt nicht Thema sein, sondern er ist jetzt nur ein Beispiel von einem, der auch dieser gleichen Bubble angegriffen wird. Daniele Ganser, da habe ich mich dann irgendwann auch gefragt, was soll das denn? Also er hatte zum Beispiel einfach gesagt, der und der haben die Nord Stream 2 Pipeline gesprengt. So. Also wirklich das so und nicht als Frage oder als Theorie, selbst kann man kannst du spinnen. Nein. Es war keine wissenschaftliche Veröffentlichung, es war nur ein Video. Also das. Also ja, das musst du schon sagen. Ja, gut, aber also er hat das so, also es las sich so, als wüsste er Bescheid und es war einfach keine. Es gab keinen Beweis dafür. Es ist eine, keine Ahnung, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Ist ja auch egal. Es basiert auf einer Story von Seymour Hersh und der ist halt ein Journalist. Das kann man jetzt nicht einfach so nach dem Motto, das ist ein Spinner abtun, weil er schon so oft über geheime Regierungsprogramme, Folterprogramme im Irak, das Milai-Massaker berichtet hat. Der hatte so oft recht, dass man ihn jetzt nicht einfach ignorieren kann. Also wie gesagt, ich fand das Video, ich habe es gesehen, auch ein bisschen zu eindeutig. So sollte sich ein Wissenschaftler nicht äußern in der Öffentlichkeit, aber... Ja, es ist jetzt auch nichts Verfassungsfeindliches. Meine Güte, als ob du auf YouTube nicht über solche Fragen spekulieren darfst. Ja, aber komm, aber also zu ein bisschen mehr Meinung darfst du dich jetzt aber auch hinreißen lassen. Also, sind wir mal ehrlich, so ein Video muss man nicht machen. Musst du nicht machen. Ja. Also dann würde ich auch nicht, hin, aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen musst du nicht machen und sollte zensiert werden. Also es ist ein riesen Unterschied. Absolut, da gebe ich dir recht. Da sind wir jetzt wieder, das sind so die Feinheiten. Also, ich denke mir dann auch, man kann dann auch mal sagen, nee, also irgendwo wittere ich dann doch schon bei Daniel Ganser irgendwie ein komisches, ich weiß es nicht, ich hau jetzt mal raus, irgendein komisches Interesse unterstelle ich ihm. Das mache ich jetzt einfach mal. Und ich glaube nicht, weil wenn du das machst, so, dann, also entweder glaubst du es selber, das wäre sehr merkwürdig für einen Historiker oder Wissenschaftler, wenn er das sein will, dann oder du willst eine bestimmte Bubble einfach nur befriedigen, ja? Oder du willst am Ende Geld verdienen, weil du weißt, dass das zieht Leute an und dann kann ich meine Vorträge verkaufen. Keine Ahnung. Irgendwo das sehe ich, weil sonst wüsste ich nicht, wieso man mit einem wissenschaftlichen Anspruch so ein Video raushaut. Das weiß ich nicht. Das kann man schon kritisieren. Ist eine ganz andere Debatte, als jetzt zu fragen, muss man sowas zensieren? Keine Ahnung. Also mir geht die Zensurgeschichte auch zu weit. Zensur ist also falsch, also Meinungsfreiheit. Ich sag nur, also auch da, du kannst halt überlegen, versuch's mal aus einer anderen Sicht zu betrachten. Also man kann jetzt einfach sagen, ja, die wollen einfach zensieren, weil autoritärer Staat und die wollen ihre Agenda durchdrücken. Du kannst das aber auch so sehen. Es gibt nun mal sozusagen professionell orchestrierte Fake News. Das ist so, ja. Ja, und die werden häufig von der Bundesregierung verbreitet. Also aktuell hat, ich gebe mal ein Beispiel. Annalena Baerbock sagt, ich paraphrasiere jetzt, genaue Aussage habe ich gerade nicht vorliegen, aber Wirtschaftssanktionen, die wirken leider nicht so gut, wie wir gedacht haben, denn Russland ist ja eine Autokratie und in Autokratien, da würden die Mechanismen von Demokratien halt nicht so gut wirken.
Das ist totaler, riesengroßer Schwachsinn. Also entweder das ist demokratiefeindlich, die Aussage, oder sie ist ökonomisch komplett falsch. Ist dir klar, warum? Ich lasse mich jetzt nicht zu irgendeiner Aussage hinreißen, weil du hast ja gerade gesagt, dass du es jetzt auch noch aus dem Gedächtnis Ja, das hat rezitierst. Ich keine Ahnung. Ich kann auch eine Ticke raussuchen. Spielt, ist ja egal. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde ja auch immer man kann ja auch Sachen einfach mal, wir können darüber sprechen. Und ich finde es fast irrelevant, ob sie es jetzt gesagt hat, so, ob sie es so gesagt hat oder nicht, sondern wir können trotzdem darüber reden. Weil den Punkt, es spielt keine Rolle. Also, was sagt man, dass Sanktionen nicht wirken bei autoritären Staaten? Ja, weil da nicht die Mechanismen von Demokratien greifen. Also sie sagt damit, entweder eine Demokratie, die kann sich nicht vernünftig auf solche Sanktionen vorbereiten. Also Demokratien funktionieren entweder grundsätzlich schlechter als Autokratien. Oder sie hat ökonomisch überhaupt keine Ahnung und verbreitet ihr Fake News. Also diese zwei Optionen gibt es. Demokratiefeindlich oder Fake News. Deswegen habe ich also das jetzt das erste oder, Beispiel, was mir eingefallen ist. Oder Option 3, man ist nicht so clever. Ja. Ich hab's jetzt natürlich. Vorsicht, da musst du auch vorsichtig sein. Wenn du sagst, Baerbock sei dumm, dann darfst du mittlerweile verklagt werden. Habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt unterschätzt. Ich habe gesagt, die Aussage an sich, ich habe auch gar nicht mehr von Baerbock gesprochen, ich habe gesagt, die Aussage an sich hört sich für mich jetzt erstmal nicht so clever an. So, pass auf, also mir geht das manchmal bei dir zu schnell, dass du da was drin hintersiehst, dass da so eine Idee oder so irgendwie sowas. Und ich glaube, du überschätzt, glaube ich, manchmal Menschen. Ich glaube. Das hast du gerade bei Daniele Ganser genauso gemacht. Also du hast gesagt, der hat da irgendeine Agenda hinter, der will da irgendeine Bubble befriedigen. Also du hast nein, 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 Moment. Ich habe drei Optionen genannt. Ich habe gesagt, also auch bei Daniele Ganser kann es, vielleicht hast du recht, vielleicht ist er auch einfach nicht so clever. Das kann ja sein. Ja, vielleicht sind wir alle einfach häufig, wo wir uns so hinreißen lassen zu, ich erkläre euch jetzt mal, wie es ist, oder ich weiß jetzt, ich glaube jetzt zu wissen, wie, ich habe jetzt endlich verstanden, wieso, wer Nord Stream 2 gesprengt hat, oder ich erkläre euch jetzt mal, wieso die Sanktionen nicht greifen. Vielleicht sind solche platten Aussagen mal nebenbei gemacht, vielleicht entspringen die gar keinem großen Think Tank oder irgendeiner großen Agenda, sondern vielleicht labert man manchmal auch einfach nur Scheiße. Das kann natürlich sein. Also, ich werde halt so... Ja, siehst du, deswegen sollte man sowas nicht zensieren. Also, wo fangen wir dann an? Wahrheitsministerium oder wo endet das? Ja, also, da bin ich ganz bei dir. Du kriegst bei diesem ganzen Zensur, Lösch, Dingsbums, Gedöns, ganz häufig die Problematik, wo fangen wir eigentlich an? Ja, und das habe ich eben auch versucht klarzumachen, als wir gesagt haben, okay, jetzt wurden die ersten Kanäle deplattformt oder die Leute wurden deplattformt und so weiter, ja. Nur unabhängig der Frage, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, stellt sich ja sofort die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja, und natürlich. Und der Grund bei... Ja. Also ist man meistens falsche Informationen über die Corona-Pandemie. Und soweit ich mich erinnere, steht in der deutschen Verfassung kein Satz mit, man darf keine falsche Informationen über die Corona-Pandemie verbreiten. Artikel 963 des Grundgesetzes, den gibt es. Also ja, sowas und, gibt es und nicht. Das ist halt das Problem jetzt natürlich. Jetzt werden die Leute sagen, ja, es ist halt YouTube, ist ein privater Konzern, die können das selber entscheiden. Ja, in der Demokratie, da sollte der Staat schon die Meinungsfreiheit auch auf quasi Monopol- oder Oligopolartigen Strukturen sichern. Also YouTube ist keine kleine Kneipe, die nur in einem Ort ist. Wenn du von YouTube verschwindest, dann entfällt als Journalist eventuell deine Lebensgrundlage. Ja, aber haben wir das Problem nicht gerade überall, dass wir riesige Konzerne haben, die... Wir haben, glaube ich, weiß ich nicht, vier Plattformen, wo die gesamte Weltkommunikation drüber läuft. Und die sind alle in der Hand von privaten Unternehmen? Das ist ein Haufen Scheiße. Deswegen muss der deutsche Staat da die Meinungsfreiheit schützen und eben solche Zensur verhindern. Also ja. Wie gesagt, man kann da auch gegen klagen. Also das scheint mittlerweile sogar gar nicht so schlecht zu funktionieren. Also weiß nicht, ob du das mitgekriegt. Das ist jetzt mal ein komplett anderer Fall. Ein Twitch-Streamer hatte dagegen geklagt, dass er gesperrt wurde. Und
Das wurde nee, bekannter von Skurrus. Skurrus hatte das irgendwie gepostet und das wurde Orange, angenommen. Orange? Das heißt, ja, ich glaube der, ja. Ja. Und das wurde angenommen und ja. Ja, also anscheinend funktioniert das. Also das ja, das Skurrus hat sich Skurrus Kanal Twitch, war auch geblockt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das durch war. Da ist er, glaube ich, auch rechtlich gegen vorgegangen. Ich weiß ja nicht, ob das durch war. Ja. Auf jeden Fall bei Orange Morange weiß ich auch, dass er dann auch sozusagen die Ansage bekam, dass er nicht jetzt einfach nur schnell wieder gesperrt werden kann. Und also wenn wir darüber reden, das ist ja keine irgendwie großartige Verschwörungstheorie, sondern das ist halt nun mal einfach Fakt, dass Streamer, YouTuber können ihre komplette Lebensgrundlage, ihre Einnahmen verlieren. Und zwar, weil Plattform macht so oder so. Und wenn das auch noch dann getrieben ist von, sage ich mal, empfindlichen Bubbles, die sich sehr schnell über alles Mögliche aufregen, dann ist das ein Problem, definitiv. Ja, das kann man jetzt ganz unabhängig, ob wir über Corona, ob wir über Woke-Themen sprechen und so weiter, das ist ein generelles Problem. Und da gebe ich dir auch absolut recht, dieses Problem sehen immer lustigerweise diejenigen nicht, die ja das Problem gerade nicht haben. Ja, also dass dann zum Beispiel Woke sagt so, ja, aber ist doch gut, weil der hat ja was gesagt, was ja böse ist. Ja, und was ich daran immer faszinierend finde, ist, dass man die Transferleistung nicht hinbekommt, zu sehen, was machst du eigentlich, wenn du diese Mechanismen erstmal etablierst und dann kommen irgendwann die Falschen an die Macht. Ja. Twitch wird übernommen von irgendwie, ja, dann drehen sie aber bei dir den Hahn zu und bei anderen wieder den Hahn auf. Und dann kommst du, also das sieht man ja ganz häufig, wenn du dass diese Zensur oder dieses Einschreiten in den Diskurs, da sollte man super vorsichtig sein, wenn man sowas gut findet. Weil das kann halt einfach mal, sobald das irgendwie ein anderes Narrativ ist, auf einmal bist du derjenige, der zensiert wirst. Und dann findest du das nämlich auf einmal gar nicht mehr so gut. Da gebe ich dir absolut recht. Da bin ich dann auch schon teilweise erschrocken oder überrascht, dass man diese Gefahr nicht sieht. Ja, ja, ja. Ja, das wundert mich auch. Also, beziehungsweise das wundert, was sage ich da? Es wundert mich überhaupt nicht. Also, die Woken wissen genau, dass sie mit ihren Positionen nicht in der Mehrheit sind. Dass sie das, also, da habe ich gerade kurz nicht nachgedacht. Also, die wissen genau, dass sie mit ihren Positionen ganz klar nicht in der Mehrheit sind. Die wissen absolut, dass sie einen autoritären Staat brauchen, der das durchsetzt. Die wissen absolut, dass sie den Diskurs in ihre Richtung verschieben müssen mit undemokratischen Mitteln. Und deswegen wenden sie die halt an. Das ist komplett rational. Also wie gesagt, ich unterstelle da Leuten nichts, außer dass sie halt die Agenda verfolgen, die sie ganz offen verfolgen. Und wenn, wie gesagt, ein Großteil der deutschen Bevölkerung Gendern ablehnt, dann muss man ihnen das halt über andere Mittel irgendwie, ja, sie damit beglücken. Also das... Kennst du das Video? Kennst du das Video mit den Kindern, wo man denen so, am Anfang war so eine Kindergruppe und man fragt die, ja, wie findest du Gendern? Und dann finden die das irgendwie, oder war das Gendern? Ich glaube, ja. Und dann lehnten das irgendwie die ab und dann gab es einen längeren Beitrag, warum das gut ist und so weiter. Und dann gab es nochmal eine Abstimmung bei den Kindern und dann kam als Ergebnis, die fanden, also noch mehr hatten das Gendern abgelehnt. Und dann war die Frage, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann so, die Aufklärung darüber hat anscheinend nicht das Ergebnis gebracht, was man sich erwünscht hatte. Und dann war so die Frage in die Runde, ja, was machen wir denn damit? Ja, dann haben wir wohl noch einen langen Weg zu gehen und müssen weiter darüber aufklären. Also überhaupt nicht akzeptiert oder gesehen, dass das anscheinend nicht überzeugend ist, sondern die einzige Erkenntnis daraus war, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, da müssen wir wohl den Propagandaregler ein bisschen weiter aufdrehen. Das hat ja immer noch nicht so richtig verfangen. Und ja. Aber, also das, ich gebe dir da grundsätzlich recht, aber ich möchte wirklich bei einer Sache widerspreche ich dir komplett. Du, also das ist jetzt meine Einschätzung. Und zwar, das klingt für mich bei dir immer noch so, als würdest du sagen, dass die das mit so einem, als hätten die da irgendwie so einen krassen Plan. Also nein, würden die so richtig. Plan. Das okay, ist einfach aber ein Politikverständnis. Es ist ein grundsätzliches Politikverständnis. Da muss ja kein Plan dahinter stecken. Also sie haben halt inhaltlich eine Agenda, ja. Und die vertreten sie.
Ja, also ich glaube, dass diejenigen, die bei diesem ganzen Spielchen da mitmachen, die das dann auch zum Beispiel auch machen, oh, wir brauchen jetzt mal so einen Beitrag und so weiter, ich glaube, die denken über das, was sie tun, gar nicht nach. Die machen das einfach, weil die schon da so drin Aber sind. das spielt, ja, das spielt keine große Rolle, ob die das jetzt so durchblicken, was sie da, also ob das jetzt jeder intentional so macht, das ist mir egal. Sie machen es de facto, es hat de facto diese Auswirkung. Und ob sich da jetzt ein paar Ideologen, also Aber dass dir das so egal ist, finde ich interessant, weil wenn dir das egal ist, für mich macht das einen großen Unterschied. Weil also wenn ich ich habe davon nichts gegen ausgehe. Gruppen als Personen. Ich muss es nochmal sagen, ich Nein, habe gegen nein, keine nein, Person was. nein, Ich habe etwas gegen das, was sie tun. Und da ist es mir egal, warum sie das machen. Das interessiert mich nur insoweit, indem ich es brauche, um halt das zu analysieren, was sie tun. ja. Aber was ist denn überhaupt, was möchtest du überhaupt erreichen? Also, dass wir einen vernünftigen Diskurs erreichen, dass wir wieder Ja. vernünftig über Themen debattieren können. Deswegen, ich hatte Okay, gerade so ein so. paar ganz umstrittene Namen genannt. Also das kann ich noch kurz sagen. Daniele Ganser, Kayhan Sufi Siyawasch, die so ganz viel kritisiert werden. Ich habe mit denen nichts zu tun. Aber ich würde trotzdem sagen, niemand sollte gesperrt werden. Niemand sollte irgendwie, wir müssen mit allen vernünftig reden, egal ob man mit denen einer Meinung ist. Deswegen habe ich diese Namen eben gedroppt, die so ganz provokativ Ja, so verstehe. ganz, ganz vielen Menschen so sauer aufstoßen. Ja, es wird dir sowieso um die Ohren fliegen. Mach dir mal keine Gedanken, aber also trotzdem nochmal, also was, also okay, du willst, das habe ich verstanden, so und jetzt sind wir uns darüber einig. Also wir wollen einen offenen Diskurs, wir wollen Debatte zulassen, wir haben eigentlich keinen Bock auf Zensur und eigentlich muss das Ziel auch sein, dass wir als Gesellschaft, vielleicht ist es auch ein bisschen naiv von uns gedacht, ja, wir wollen aber irgendwie schlau genug sein, dass wir auch Quatschmeinungen eben anständig debattieren können, dass sie das einfach klar ist, das ist eine Quatschmeinung oder das ist einfach nicht nachvollziehbar und dass sich das so sozusagen selber rausträgt. So, und wir sehen jetzt, dass eine bestimmte Gruppe irgendwie ganz scharf drauf ist, Sachen zu zensieren, Wörter zu verbieten oder zumindest irgendwie, dass die Wörter nicht mehr stattfinden und so weiter, dass Leute deplattformt werden und so weiter und so fort. Und wir sind uns darüber einig, dass das ein Problem ist. So, wie können wir das denn ändern? Also, wie würdest du da vorgehen? Indem wir diese Leute inhaltlich kritisieren für alles, was sie da falsch machen und uns da nicht keine Kompromisse mit diesen Leuten, die diese Methoden anwenden. Ich Okay, würde auch sagen, so. keine Inhalte. Also du kannst mit jemandem, der ein Karl-Schmidtsches Politikverständnis machen, hat keine inhaltlichen Kompromisse machen. Du kannst nicht inhaltlich auf ihn zugehen und sagen, ja, ich gebe dir jetzt ein bisschen gendern oder ich gebe dir, sondern er wird dann, also wenn du ihm einen Finger reichst, er wird deine ganze Hand nehmen. Okay, so und jetzt kommt ja genau der Punkt. Ich habe ja auch die Hoffnung so, dass man das Leuten dann dort, die dann in diesem System dann mitwirken, ja, auch dann zum Beispiel sagen, ja, das muss gecancelt werden, das muss zensiert werden, so. Im Grunde wäre auch meine Hoffnung zu sagen, okay, vielleicht erreichen wir mal irgendwie jemanden von der in solchen Positionen da ist oder da mitmacht und dann sieht er das Gespräch oder kriegt auf irgendeine Weise die Kritik mit. Und im Idealfall ist die Kritik so, dass er sie irgendwie annehmen kann. Ja, dass er zumindest dass du diesen Gedanken säen kannst, weil anders funktioniert es ja nicht, dass er zumindest sagt, ja, ist vielleicht ein Punkt. Weil anders, ne, du musst überlegen, du wirst es nicht schaffen. Einer, der jetzt da sitzt und sagt, ja, wir müssen die Meinung canceln, wir müssen den. So, den wirst du ja nicht du wirst es nicht hinbekommen, dass du sein Vorzeichen änderst. So von 0 auf 100. Das wird nicht klappen. Also versuche ich es wesentlich behutsamer. Ja, also ein Beispiel, mein letztes Video war kritisch gegenüber der Amadeo-Antonio-Stiftung. So. Ich habe dann von Leuten, die auch die Amadeo-Antonio-Stiftung kritisieren, gehört, ja, du warst viel zu sanft. Du gehst da viel zu gutgläubig dran. Du bist da, die sind schon viel zu tief drin, so. Und also, ne, man hat mir dann, also ich habe dann so mitbekommen, dass die Kritik unter anderem ist, dass ich zu nett bin, ja, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Du hast sie Und inhaltlich ganz klar kritisiert, also das würde ich gar nicht mal so unterschreiben. Du hast ihnen dann später gute Motive unterstellt, aber das ist ja nicht genau, die, also das ist ich jetzt, appelliere an die.
Ne? Also ich appelliere an die guten, also ich gestehe ihnen Sachen zu, damit dann auch wieder klar ist, ne, wieder, ich wiederhole mich, ich bin nicht der Feind, sondern ich möchte dir zeigen, dass du da Teil einer Sache bist, da etwas mit vorantreibst, was demokratiegefährdend ist, ja. Vielleicht wollen die genau das. Was meinst du? Wollen die genau etwas vorantreiben, was demokratiegefährdend ist? Vielleicht. Ja, gut. Aber dann hätte ich sie ja wenigstens soweit. Dann möchte ich sie aber sukzessive in die Position bringen, dass sie das auch mal zugeben müssten. Also so klar müssen formulieren. Sie nicht. Sie werden einfach dir vorwerfen, dass du demokratiegefährdend bist. Also, oder rechtsradikal oder rechtspopulistisch oder was ihnen da auch so einfällt. Ja, okay, klar, das werden wir sehen, wenn jetzt die Antwort der, also ob ich jemals eine Antwort kriege, ist ja wahrscheinlich ungewiss, wahrscheinlich eher nicht. Glaube nicht. Aber wenn jetzt die Antwort der Amadeo-Antonio-Stiftung wäre, wenn sie jetzt auch mit einstimmen würden, ne, der rechtspopulistische YouTuber Sinan, okay, dann würde ich zurück in dein Video kommen und sagen, okay, ich hab's versucht. Das sind Wichser, keine Ahnung. Aber ich, da ich eben auch Einblicke in diese Redaktionen und so weiter habe, weiß ich, dass sie noch nicht zumindest, ja, nicht so sind. Nicht alle. Nicht so. Sie sind so nicht, sondern sie sind wirklich immer noch so. Also ich glaube, du kannst da noch Leute erreichen, ja, wenn du eine Kritik formulierst, wo du jemandem die Chance gibst, auch zu sagen, ja, okay, ich denke da mal drüber nach. Wenn je härter du draufhaust, desto weniger ist, kleiner ist die Chance, dass jemand darüber nachdenkt. Also bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, da ist mein hauptsächliches Ziel, dass die keinen einzigen Euro an Fördergelder mehr kriegen. Also das muss da geschehen. Aber ich darf das so nicht sagen. Die können gerne ihren politischen Aktivismus da machen. Ich lehne die Methoden dann immer noch ab. Aber wenn die jetzt nicht mit Millionen subventioniert werden würden, dann wären die, glaube ich, nicht so relevant. Okay. Ja. Ja, ich kann dir nicht widersprechen. Ich finde es auch, dass das eigentlich diese Art und Weise, wie die Stiftung arbeitet, darf so eigentlich nicht gefördert werden. Wie gesagt, ich bin ja von der Grundidee gehe ich d'accord. Ich versuche halt vielleicht einfach nur irgendwie noch einen anderen Weg oder so. Ich versuche nur irgendwie ein bisschen zu vermitteln. Ja, vielleicht bringt's nichts. Vielleicht muss man manchmal auch radikalere Mittel anwenden. Ich bin ja grundsätzlich dafür bekannt, dass ich nicht so. Radikalere Mittel. Ja, ich plädiere nur dafür, sich keine Illusionen zu machen. Also. Ja. Wenn jemand daherkommt und schreit, du bist rechtsradikal, dann ist es unwahrscheinlich, dass der mit einem inhaltliche Kompromisse machen will. Ja, aber guck mal, ich habe doch mit Dara gequatscht. Dara online, Dara offline, das sind zwei Menschen. So. Das war nicht das Gleiche. Das war das, was ich in seinen Videos sehe und das, was ich im Einzelgespräch gehört habe, das ist nicht das Gleiche gewesen. So. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass man, indem man auch vielleicht manchmal ein bisschen sanfter vorgeht, dass man sich da auch wieder annähern kann. Also du sagst jetzt, das willst du vielleicht gar nicht, oder aber auch da wieder, um mal auf den ganz Anfang des Gesprächs hinzugehen, ich muss immer die Option haben, dass sich Menschen entwickeln. Wie gesagt, ich sehe solche Leute im privaten, das hatte ich schon am Anfang gesagt, ich sehe solche Leute im privaten Leben nicht. Ich sehe, wie die in der Politik mega relevant sind und ich sehe, wie sie in so meinem privaten Leben gar nicht vorkommen. Überhaupt nicht. Also, also selbst Leute, die diese Woke-Agenda teilweise teilen, also selbst die, da ist niemand so radikal und wirft einem irgendwas, womit ich aber ganz normal reden. Das sind wirklich ein paar Ideologen, ein paar Hetzer, ein paar Demagogen, die in den Medien sitzen, die Twitch-Streams veranstalten, die auf Twitter sind, die Wikipedia-Artikel schreiben, die und so weiter und so fort. Du weißt, welche Methoden die anwenden. Du hast das, obwohl über dich existiert doch kein Wikipedia-Artikel, oder? Nee, glaub nicht. Ja. Dann sei froh. Da landen dann, wenn man sich gegenüber diesem Woken-Kram kritisch geäußert hat, ganz schnell ganz, ganz böse Zitate. Also da würde dann wahrscheinlich dekadent zitiert werden, was er alles Schlimmes über dich zu sagen hat. Also mag man, glaube ich, glauben, weil man Wikipedia für ein Lexikon hält, aber das ist ziemlich interessant. Und das ist so ein unnormaler Personenartikel. Das ist bei naturwissenschaftlichen Fragen nie so. Also da ist Wikipedia so, das möchte ich nur mal sagen.
Ich habe jetzt ein Gespräch letztens mit Marie-Louise Vollbrecht gehabt und sie hat ja auch einmal erlebt, wie das ist, wenn du so hart geframed wirst, wenn du quasi von dann ja noch am Ende von Bömi einem Millionenpublikum vorgeführt wirst, ja. Und sie sagte dann auch irgendwann zu mir, sie hält mich letztlich für naiv. Und ja, und aus ihrer Position ist das auch so, ja, weil sie einmal erlebt hat, wie brutal dieses System sein kann. Wie hart, das muss man auch mal ganz klar so sagen, wie hart man gecancelt werden kann, ja, auf keiner Rechtsgrundlage, nichts, ja, wie der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Absolut. Ich habe dann auch die aktuell noch sozusagen die Luxusposition, dass mir das halt so nicht passiert ist und ich dann halt natürlich wesentlich noch versuchen, vermitteln da und so weiter. Deswegen, ich kann das verstehen, ja, dass wenn man das einmal so erlebt hat, und vielleicht dauert es bei mir auch nicht mehr lange, dass wenn ich dann selber mal merke, dass dann irgendwie diese Diffamierungskampagnen von einem Baldi und so weiter, wenn die dann auch mal wirklich fruchten, dass ich dann auch wirklich meine Position nochmal verändere. Das absolut, das sehe ich so. Bis dahin versuche ich aber halt irgendwie noch einen Impuls in eine andere Richtung erstmal zu geben. Ob der überhaupt noch möglich ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass es nicht so ist. Wie gesagt, Dritte kannst du erreichen, also in ganz mit ganz, also ja, Dritte kannst du, da kannst du versuchen, den Diskurs zu versachlichen, aber ich glaube, diese Woken-Ideologen, die da wirklich drin sind und die diese Methoden anwenden, also es geht ja nicht nur unbedingt um die inhaltlichen Punkte, sondern auch um die Methoden und um dieses Politikverständnis, die das haben, ich glaube, die müssen selber darauf kommen, dass das nichts ist und also wenn sie das für gut und die, es ist ja rational, dass sie das vertreten. Das hatte ich ja schon gesagt, es ist rational, weil sie Positionen haben, die sich demokratisch nicht durchsetzen lassen, weil die Mehrheit halt dagegen ist. Die Mehrheit in Deutschland will keine offenen Grenzen, wo jeder jederzeit rein kann. Die Mehrheit in Deutschland will auch nicht, dass man jeden Tag sein Geschlecht wechseln kann, wahrscheinlich. Die Mehrheit in Deutschland will nicht gendern. Da habe ich jetzt schon mehrere Umfragen gesehen. Also das ist ziemlich eindeutig. Die Mehrheit will das einfach nicht. Und wenn du das dann alles durchsetzen willst, dann und es wirklich ernst meinst, dann ist dieses Politikverständnis wirklich aus rationaler Sicht, wenn du da jetzt ohne irgendwelche Moral und diesen ganzen sonstigen Unsinn, den du wegstreichen kannst, wenn du den jetzt mal streichst, dann ist das komplett rational, so zu handeln. Ja, ich würde sagen, es sind deprimierende Schlussworte. Du wolltest Hoffnung machen. Aber. Nein, pass auf, pass auf. Also ich sehe das auch. Ich sehe das. Das ist ja auch ein Teil der letzten Sendungen bei mir definitiv, dass ich sage, wenn man einfach ja so eine Politik betreibt, die einfach von der Mehrheit nicht getragen wird und das nicht eben einfach nur mal jetzt. Das heißt nur mal eben, also manchmal kann es ja sein, dass man auch eine unpopuläre Entscheidung trifft, wo sich aber dann irgendwie trotzdem klar herausstellt, okay, das hätte ich jetzt so gesagt, wobei ich das vielleicht auch zurücknehme, ich bin da nicht genug drin im Thema, dass ich sagen könnte, ja, gibt es Entscheidungen, die politisch, regierungstechnisch begründbar wären, obwohl sie erstmal bei einer Umfrage gegen also gegen den, weißt du, was ich sagen will? Ja, solche Entscheidungen gibt es immer. Also es gibt viel mehr Entscheidungen in die andere Richtung. Also die Bevölkerung, die hat wirtschaftspolitisch eher linke, eher sozialdemokratische Ansichten und gesellschaftspolitisch eher konservative. Also ist jetzt grobe Heuristik, die ich hier gerade gebe, aber das kannst du so eher sagen. Also gegen hohe Migration, gegen dieses ganze identitätspolitische Zeug, aber eben für höhere Steuern für Reiche, für höhere Löhne, für höhere Renten. Und das ist exakt das Gegenteil, wirklich exakt das Gegenteil dessen, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dominiert mit diesem woken Neoliberalismus. Ja, aber ich versuchte, also, wie könnte man da, also, was ist dann die beste Strategie? Ich glaube, ganz sachlich, ruhig aufzeigen, ab und zu süffisant lächeln. Dann Absurditäten aufzeigen ist, glaube ich, ist eine sehr gute Sache. Und ich meine, sowas wirst du auch nicht ewig weitermachen können.
Das kannst du nicht, weil ich glaube dann schon noch an unsere Demokratie. Wenn du das halt zu lange spielst, dieses Spiel, dann hast du irgendwann so eine Reaktanz in der Gesellschaft, dass du es nicht mehr durchführen kannst. Also du siehst ja jetzt schon, dass du, es mehren sich jetzt die Stimmen, die jetzt dann auch sagen, so, ja, Moment mal, also es entwickelt Ja, sich in eine komische Richtung. es gibt dann rechten Umschwung und dann geht es vielleicht in die Ja, andere Richtung genauso hart. Also ob das dann so exakt, gut das ist. ist. Also Ja, deswegen würde ich das sagen, ist wir doch müssen das, wovor diesen, ich die ganze Zeit warne. ja genau, Das ist deswegen würde ich genau sagen, das, wo ich sage. wir müssen als Linke diesen Wokismus so gut es geht bekämpfen, ihn also jetzt bekämpfen im Sinne von friedlich, argumentativ widerlegen Ja. und dafür sorgen, dass er absolut minoritär wird, dass er keine, also dass seine Apologeten keine Fördergelder mehr erhalten, um dann wieder über die wichtigen, vernünftigen Fragen diskutieren zu können und so wieder einen sachlicheren Diskurs hinzukriegen. Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Lass uns das machen. Dann verabschieden wir uns mit diesem schönen Plädoyer. Ja, genau. Dankeschön.